Hallo und herzlich willkommen zu Transcuisine. Entdecke die Vielfalt. Heute möchten wir euch ein ganz klassisches Gemüsegericht vorstellen. Ja, wirklich ein klassisches Gericht, wobei es war früher ein Arme-Leute-Gericht, ein Resteessen, hat sich mittlerweile zu einem wirklichen Klassiker entwickelt. Wir reden über Ratatouille. Sehr lecker. Ich freue mich schon, nachher dann zum Essen eingeladen zu werden. Bis dahin viel Spaß beim Kochen. Vom Ratatouille gibt es ganz, ganz viele Varianten. Heute zeige ich euch die klassische Variante. Und zur klassischen Variante gehören die folgenden Zutaten. Ein Zwiebel, Zucchini, Paprika, Aubergine, Knoblauch, Tomate, leckere Kräuter wie Thymian, Rosmarin, Basilikum und Oregano, Tomatenmark, Brühe, Salz und Pfeffer und Öl. Es geht damit los, dass ich die Zutaten vorbereite. Wenn ich jetzt nicht videografiere, sondern einfach für mich koche, dann mache ich das in der Regel ganz parallel, dass ich schon mal anfange, was aufzusetzen und schneide dann hinterher. Hier ist es im fürs Training immer viel einfacher, wenn ich das vorher mache und dann können wir das alles anbraten. Los geht's mit der schönen Aubergine. Die wird wie die übrigen Zutaten in nicht ganz kleine, aber nicht ganz große Würfel also geschnitten. Für zwei Personen ist das Gericht gedacht, da brauche ich die ganze Aubergine, ist es eine kleine. Das heißt, wenn ihr für wenige Personen einkaufen geht, dann guckt, dass ihr eine kleine Aubergine erwischt. Ansonsten habt ihr da gleich wieder einen Rest. Ich schneide erstmal das obere Teil dabei ab und mache dann zuerst mal hier ein paar Streifen draus. Beziehungsweise ich schneide es hier so in der Mitte durch. Kannst du rumdrehen, dann lässt sich das halt auch viel besser dann schneiden. Und dann mache ich so, ja, Würfel werden das, zumindest so ähnlich wie Würfel. Als nächstes kommt die Zucchini an die Reihe. Mit der passiert im Grunde genau dasselbe, was ich auch gerade schon mit der Aubergine gemacht habe. Ich schneide den oberen Teil an, mache es in Streifen. Und dann in kleine Würfelchen, beziehungsweise in mittelgroße Würfel, sage ich einmal. Als nächstes kümmere ich mich um die Paprika. Ich habe mich für eine gelbe, orangene Paprika entschieden. Im Grunde ist es völlig egal, ob man eine grüne nimmt oder eine rote. Schmeckt alles ganz, ganz toll und lecker dazu. Ich finde, mit dem Gelb dabei sieht das einfach richtig schön aus. Ich werde jetzt die Paprika hier erstmal außenrum aufschneiden, damit ich den Strunk gut rausbekomme. Dafür habe ich hier so ein ganz kleines Turniermesser, heißt das. Das ist so ein bisschen gebogen, ganz schmal und damit kann man sowas ganz, ganz toll machen. So, und wenn ich das jetzt hier aufgeschnitten habe, dann kann ich das einfach hier so rausziehen und lasse hier dann schon mal die Kerne reinfallen. Sonst sind die gleich überall in der Küche verteilt und ich habe keine Lust, die alle aufzuheben. Als nächstes schneide ich erstmal so Stücke rein. Hier sind ja noch weiterhin, das kann man hier ganz gut sehen, sind ja weitere Kerne und Zwischenhäute, die möchte ich auch nochmal raus haben. Aber bevor ich die raushole, schneide ich das jetzt erstmal ein. Das mache ich mit einem anderen Messer, so klein, hätte es auch nehmen können, aber mit dem geht es jetzt auch wieder leichter. So, und jetzt schneide ich hier das einfach da auch nochmal so raus. Ich zeige euch das. Und mache es hier gleich in den Mülleimer und habe dann auch keine Sauerei hier. Genau, und so nehme ich jetzt ein Viertel nach dem anderen. Je nachdem mache ich Viertel oder Drittel, je nachdem wie groß die Paprika ist. Die Paprika ist jetzt schon mal grob unterteilt. Und jetzt muss ich da auch so, ja, Würfel bekomme ich da aber keine raus. Aber ich mache Stücke daraus, die ungefähr genauso groß sind wie bei der Zucchini und bei der Aubergine. Dann nehme ich wieder das große Messer und schneide dann hier so einfach ein paar Stückchen raus. Die sind alle ein bisschen unterschiedlich, so genau kommt es dann natürlich auch gar nicht drauf an. Jetzt ist die Tomate an der Reihe. Für so ein Gericht benutze ich normalerweise ungefähr 2 bis 3 Tomaten für eine Person. Es geht damit los, dass ich erstmal hier den Strunk rausschneide, denn der sammelt Solanin an, ist bei vielen Pflanzen so, wo der Strunk ist, deshalb muss der weg.
Da hole ich mal wieder meinen kleinen Mülleimer und schneide das dann hier so raus im Kreis mit meinem Turniermesser. Und wie ihr seht, ist das ein ganz praktisches Ding, dieses Messer. Das geht ruckzuck. Ja, und jetzt kann ich das auch mit einem Tomatenmesser, also heute sind sehr, sehr viele unterschiedliche Messer im Einsatz, kann ich das jetzt auch in Stücke schneiden, die dann gut ins Ratatouille hineinpassen. Na, das will heute nicht. Und auch da, wenn die Stücke nicht ganz so klein, man sollte richtig was auch zu beißen dann haben. Jetzt habe ich mir schon die Pfanne schon mal aufgesetzt und mache auch gleich jetzt mal ein wenig von dem Olivenöl dann hier rein. Und dann kommen jetzt die Zwiebeln alle da rein. Die Zwiebeln haben jetzt so 4 bis 5 Minuten vor sich hingedünstet. Ich mache jetzt als allernächstes die Aubergine und den Knoblauch rein. Wenn man Rezepte anguckt, dann wird es zum Teil unterschiedlich gemacht. Das ist auch eine Frage so der persönlichen Präferenzen, ob man beispielsweise die Aubergine ein bisschen fester oder ein bisschen weicher haben will. Das hängt natürlich auch an den Garzeiten. Das sollte am besten jeder für sich selber ausprobieren, wie er es mag. Das ist eine Reihenfolge und eine zeitliche Folge, von der ich festgestellt habe, dass es für mich und auch für uns gut funktioniert. Dann kommen jetzt erstmal die Auberginen dazu. Und der Knoblauch. Das duftet schon richtig gut. Die Aubergine hat jetzt auch nochmal 2-3 Minuten gehabt. Jetzt kann ich als nächstes die Paprika und die Zucchini dazugeben. Ganz kurz andünsten, bevor ich jetzt mit dem Tomatenmark und dem Gemüsefond weitermache. Die Tomaten, die gebe ich erst ein bisschen später dazu, damit die schön knackig bleiben. Wenn ich die Tomaten vor dazu gebe, dann werde ich natürlich keine frischen kaufen, sondern dann benutze ich normalerweise eine Dosentomate, weil die in der Regel sehr, sehr viel besser und intensiver im Geschmack sind. Das kann man auch mit dem Ratatouille ganz gut machen, passt auch ganz, ganz toll dazu. Wobei jetzt in der Version möchte ich gerne, dass die Tomaten noch ein bisschen fester sind. Deshalb bleibt die Dose heute zu. Das Gemüse ist jetzt soweit angedünstet. Jetzt gebe ich den Tomatenmark dazu. Machen wir ein bisschen Platz, weil der Tomatenmark soll auch ein ganz kleines bisschen anrösten. Das gibt das schöne Röstaromen, aber auch nur ganz kurz. Wenn man das zu lang macht, dann wird es halt sehr, sehr bitter und das schmeckt es nicht. Das reicht schon, mit keiner Form dazu. Ich werde jetzt noch ein ganz kleines bisschen schon mal Pfeffer und Salz dran machen. Allerdings werde ich das jetzt noch nicht auswürzen, denn von der Flüssigkeit verdammt auch relativ viel und nachher schmeckt es viel zu intensiv nach Salz und Pfeffer. Aber ein bisschen mitkochen ist immer eine gute Sache. Und jetzt darf das Ganze so ungefähr 15 Minuten vor sich hin köcheln. So ganz, ganz sanft kochen, dass also nicht ganz heiß werden, sondern wirklich ganz, ganz sanft. Die Zeitangabe ist wirklich eine ungefähre Zeitangabe. Ich probiere das dann meistens so, dass ich mir ein Messer in die Aubergine so reinstecke und sehe, ob die wirklich zart ist, dass man so gut essen kann. Und dann kann das Gericht fertig gestellt werden. Bis gleich. Ja, jetzt darf ich wieder anrichten. Da habe ich mir hier schon mal einen Löffel dazu genommen. Und werde ein wenig davon in einen schönen tiefen Teller. Für so ein Gericht eignet sich so ein tiefer Teller ganz gut, weil da ist Flüssigkeit drin und da bleibt das auch ein bisschen zusammen. Und da sieht es auch ein bisschen ansprechender das Ganze aus. So, nicht so viel. Und wie ihr seht, ist das auch schön bunt und das ist ja auch schön. So, und ich glaube, ja genau, die Beate, die möchte heute auch gerne mal probieren. Beate,
Walte deines Amtes. Hallo. Das sieht ja super lecker aus. Ja, finde ich auch. So schön bunt, ne? Da freue ich mich sehr. Bitteschön. Dankeschön. Lass dir schmecken. Ist auch gut durch. Das ist für mich wichtig. Ich mag das gerne, wenn das insbesondere bei der Aubergine schon ein bisschen weich ist. Das schmeckt einfach richtig klasse. Jetzt schauen wir mal, ob du das gut gewürzt hast. Na, bin ich aber mal gespannt, was du meinst. Ich bin auch gespannt. Sehr gut. Ah, jetzt bin ich sehr ja ganz lecker. Froh. Hast du denn auch Baguette dazu gebacken? Natürlich habe ich ein Baguette dazu gebacken, denn zu so einem Gericht kann man eben genau, ist halt französisch, auch ein sehr feines Baguette dazu essen. Außerdem passt beispielsweise auch einfach ein ganz einfacher Reis da dazu. Aber ich denke, mit dem Baguette, das reicht völlig aus. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und habt auch Lust bekommen, ein Ratatouille auch selbst mal zu probieren. Ja, und wie immer natürlich der Appell an euch, abonniert uns, aktiviert die Glocke, dann habt ihr jede Woche was Neues und könnt was Neues ausprobieren. Bis dahin, viel Spaß und tschüss! Guten Appetit! Ciao!